Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Henrik Vosschulte. Ich bin leitender Oberarzt der Klinik für Kinderchirurgie am EVKB in Bethel. Und ich möchte Ihnen heute Abend etwas zu dem doch sehr häufig die Menschen bewegenden Thema Phimose erzählen. Weggedrückt. Genau. Phimose, was heißt das? Phimose ist eine Vorhautverengung letztendlich, die ist erstmal bei kleinen Kindern physiologisch. Das heißt, sie ist vollkommen normal. Es gibt natürlich Jungen, die kommen nicht mit einer Phimose, also nicht mit einer Verengung oder Nicht-Erweiterung auf die Welt, aber die Phimose ist die Regel tatsächlich. Ja? Und dass man die Phimose entsprechend oder diese Vorhaut nicht zurückziehen kann, ist wirklich bis zur Pubertät eigentlich erstmal etwas Normales. Und auch das Zurückziehen, da möchten wir eher vorwarnen. Es wird zwar immer wieder empfohlen, so in der Badewanne und so weiter. Man muss aber natürlich vorsichtig sein, weil es kann wehtun. Und tatsächlich kann sich auch das Kind in seiner eigenen sexuellen Identität beeinträchtigt fühlen dadurch. Deswegen mit sowas immer sehr vorsichtig sein, bitte. Wir würden es nicht empfehlen. Ganz wichtig ist, das alte Panterei, es muss alles fließen. Ja? Das heißt, ein Krankheitswert hat eine Phimose nur, wenn der Urin nicht fließen kann oder wenn häufige Entzündungen dazu führen, dass die Vorhaut verengt und sich dann durch die Narben, die sich bilden, letztendlich. Die Beschneidung des männlichen Kindes ist tatsächlich einer der häufigsten Eingriffe am Menschen überhaupt. Es ist sehr religiös natürlich aufgeladen und indiziert und tatsächlich sind auch in den USA viele der christlichen Bevölkerung beschnitten. Und dadurch hat das natürlich einen großen Stellenwert in vielen Kulturen. Das ist auch vollkommen richtig und in Ordnung so. Aber wir müssen natürlich als Chirurgen oder Kinderchirurgen und Operateure gucken, dass wir eine medizinische Indikation stellen in irgendeiner Form. Die Begründung hinter diesen Beschneidungen ist häufig die Hygiene. Das heißt, Harnwegsinfektionen, Peniskarzinom und Gebärmutterhalskrebs, Stichwort Impfung, sexuell übertragbare Krankheiten oder AIDS sollen in irgendeiner Form damit eine Prävention erfahren. Also gerade aus Amerika kommen diese Gedanken. Das ist so nicht wirklich wissenschaftlich haltbar, muss man sagen. Ja? So. Man muss einfach klar wissen und sagen, jede Operation ist erstmal eine vorsätzliche Körperverletzung. Das heißt, wenn ich eine Beschneidung mache, dann muss sie medizinisch indiziert sein. Und juristisch gesehen muss der zu erwartende Nutzen den möglichen Schaden überwiegen. Also ich schneide ja lebendiges Gewebe weg. Ich muss unbedingt eine Einwilligung eines, am besten beider Elternteile haben und es muss natürlich kunstgerecht ausgeführt werden. Ich hatte am Anfang schon gesagt, die medizinische Indikation zur Therapie einer Vorhautverengung, das gibt es eigentlich nur bei einer Störung des Urinflusses in irgendeiner Form, wenn also eine so starke Enge vorliegt, dass das nicht adäquat möglich ist und sich vielleicht tatsächlich dadurch häufigere Harnwegsinfektionen zeigen. Das ist aber wirklich eine Seltenheit. Und es kann zu Entzündungen der Penishaut kommen. Die ist für uns relativ häufig und normal, dass wir das sehen. Und wenn das häufiger auftritt, dann kann es zu Narbenbildungen kommen und dann kann es eben, eine Narbe löst sich nie von alleine und dann ist auch eine Beschneidung indiziert.
Es gibt verschiedene leitliniengerechte Therapieoptionen. Die erste ist tatsächlich erstmal die Kortisonsalbe. Die wird für 4 Wochen ein bis zweimal am Tag appliziert. Und darunter löst sich häufig die Vorhaut etwas, beziehungsweise weitet sich die Vorhaut. Man muss aber sagen, dass der Körper natürlich schlau ist, wenn Sie das bei einem Dreijährigen machen. Da ist der Körper einfach noch nicht bereit dafür, dass die Vorhaut zurückziehbar ist. Und wenn Sie damit aufhören, dann wird das wieder auftreten in der Regel. Ja, das indiziert oder ist eigentlich eher bei etwas älteren Kindern indiziert. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten der Beschneidung. Einmal die sogenannte sparsame Beschneidung, wo nur der Narbenring entfernt wird und letztendlich die Vorhaut noch über den Penis rüberschiebbar ist hinterher. Oder die radikale oder vollständige Beschneidung, wo die gesamte Vorhaut entfernt wird und die Vorhaut nicht über den Penis zu schieben ist. Hier ist das einmal im Schema dargestellt. Das heißt, letztendlich wird die Vorhaut gegriffen und dann in einer etwas angeschrägten Version, liegt einfach an der Anatomie des männlichen Genitals, beschnitten. Und dann sieht man einmal auf der linken Seite bei C3 die radikale Beschneidung und einmal bei C4 auf der rechten Seite die sparsame Beschneidung. So sieht das dann hinterher aus. Chirurgische Komplikationen gibt es natürlich auch, über die muss man immer aufklären. Es kann zu Blutungen kommen, es kann zu Verletzungen der Harnröhre kommen. Es kann auch Spätfolgen geben natürlich. Es kann tatsächlich wiederkommen. Also bei der sparsamen Beschneidung kann es wieder zu einer Enge kommen. Es kann eine Enge der Harnröhrenöffnung auftreten. Es kann eine Störung der sexuellen Empfindsamkeit auftreten im späteren Lebensalter und theoretisch auch eine Störung der Sexualität. Da weiß man sehr wenig drüber. Unser Fazit ist, die Vorhaut möglichst in Ruhe lassen. Ja. Wann muss ich in irgendeiner Form zum Arzt gehen, wenn mein Kind scheinbar Schmerzen hat, wenn der Urinfluss in irgendeiner Form gestört ist? Also wenn das Kind sagt, es war jetzt seit Stunden nicht auf Toilette und hat aber ganz offensichtlich eine volle Harnblase. Häufig ist dann aber nicht die Vorhaut schuld, sondern irgendeine andere Ursache. Und wenn es irgendeine Problematik gibt, man eine Narbe vermutet oder es zu häufigeren Entzündungen kommt, die in der Regel auch nicht mit Antibiotika, sondern rein konservativ, also nur mit Umschlägen oder sowas behandelt werden in der Regel. Und dann kann man sich erstmal über den Kinderarzt natürlich, aber im Notfall natürlich immer im Krankenhaus beim Kinderchirurgen vorstellen. Und ansonsten, wenn das Ganze in Ruhe Zeit hat, dann überweist sie der Kinderarzt letztendlich zu uns in die Sprechstunde, in die Kinderchirurgie. Und wir schauen uns das an und beraten dann gemeinsam, was zu tun ist. Ja. Dann kommen wir einmal zu den Fragen. Eine Frage habe ich schon. Gibt es eine Art Hausmittel, das Sie empfehlen würden oder raten Sie dazu, lieber nichts zu tun? Ganz klar nichts tun. Ja? Also keine Kamillebäder, nicht die Vorhaut zurückziehen, einfach in Ruhe lassen. Ja? Als Erwachsener möchte man auch nicht, dass die Eltern daran rumspielen. Ich glaube, das war klar und deutlich, oder? Das ist eine interessante Frage. Was ist eigentlich eine Paraphimose? Eine Paraphimose, das ist tatsächlich ein kinderchirurgischer Notfall. Da ist das so, dass die Vorhaut nicht komplett über den Penis rübergeht, sondern in der Regel das Kind es geschafft hat, sich die Vorhaut zurückzuziehen und die dann unten über der Glans, also über der Penisspitze, da ist sie noch so eng, dass sie dann letztendlich das Ganze zusammenzieht und zusammenschnürt. Und die wird dann ganz dick an den Seiten, weil da einfach Gewebsflüssigkeit einschießt.
Und das ist eine Indikation, sich sofort tatsächlich in einer Kinderchirurgie am besten vorzustellen. Das kann man, wenn das kurze Zeit erst andauert, relativ leicht lösen. Aber das sollte man nicht als Nichtkundiger versuchen. So, wenn man am besten abwartet, ob sich die Vorhautverengung von selbst gibt, bei welchen Symptomen müssen wir schnellstens zum Arzt? Schnellstens muss man tatsächlich gar nicht, wie gesagt, einfach über den Kinderarzt sich dort beraten lassen und bei uns vorstellen, sich bei uns beraten lassen. Und dementsprechend das einzige Problem ist, wie gesagt, die Harnabflussstörung in irgendeiner Form, die führt natürlich dann direkt in die Notfallsprechstunde ins Krankenhaus oder zu einem niedergelassenen Kinderchirurgen, wenn es ein normaler Tag ist. Gibt es unterschiedliche Therapien für eine Verengung, die von Geburt an besteht und eine Verengung, die erworben wird? Eine Verengung, die erworben wird, ist schwierig. Es gibt letztendlich durch die Entzündungen, die entstehen können, die erstmal auch als normal sind und die nichts mit fehlender Sauberkeit zu tun haben, sondern das ist dann einfach so, dann wird häufig so die Vorhaut im oberen Bereich etwas röter oder sogar der ganze am gesamten Penis schafft. Und das kann dann hinterher zu Narbenringen führen und das wäre letztendlich eine Verengung, die erworben wird. Die Therapie ist die gleiche. Tatsächlich ist es so, dass es eine Erkrankung des männlichen und auch des weiblichen Genitals gibt. Das ist wie so die Neurodermitis der Schleimhaut. Die gibt es also sowohl an der Vorhaut als auch bei Mädchen an den Schamlippen. Und da kommt es zu so Verengungen und Verschrumpelungen und kann auch Narben geben. Und da hilft wenn das auch jetzt nicht das gleiche Thema ist, aber das hilft beim Mädchen wirklich nur die Cortisonsalbe und beim Jungen hilft neben der Cortisonsalbe die radikale Beschneidung, weil das kann wiederkommen, das kann auch im späteren Erwachsenenalter Probleme machen. Das geht nicht von alleine weg. Wenn eine Operation notwendig ist, wird die in Vollnarkose gemacht. Wir machen die in der Regel in Vollnarkose. Das hat einfach ethische Gründe fürs Kind, keine Angst zu haben. Ja, ein Kind kann noch so tapfer sein, egal ob es ein Dreijähriges ist oder ein Zwölfjähriges, aber in dem Moment, wo der Chirurg mit dem Messer kommt, sieht die Welt ganz anders aus. Und das möchten wir nicht, dass die Kinder das in irgendeiner Form live miterleben. Deswegen sind lokale Beschneidungen aus unserer Sicht nicht sinnvoll. Ja. Dann ist offensichtlich erstmal die Fragezeit. Ah, ich habe noch einen. Wird bei einer kompletten Vorhautentfernung auch das Risiko einer Ansteckung mit HP-Viren geringer? Das weiß man nicht. Wenn man sich überlegt, dass ganz viele Leute beschnitten sind und trotzdem ja Deutschland inzwischen für die Kinder die HPV-Virenimpfung für Männlein und Weiblein empfiehlt oder Weiblein und Männlein, dann sieht man, dass das wahrscheinlich nicht schützt. Ja, das war das, was ich vorhin einmal mit angeführt hatte. Sicher weiß man das nicht, aber es gibt überhaupt keinen Grund aus unserer Sicht, das deswegen zu machen. Dazu müsste es wissenschaftlichen Nachweis geben und den gibt es nicht. Okay, letzte Frage. Müssen wir mit Nebenwirkungen nach einer Operation rechnen? Natürlich, auch wenn die Narkosen sehr, sehr gut sind, weil immer von erfahrenen Kinderanästhesisten, also Narkoseärzten, und auch wenn die Operateure alle erfahren sind, kann es natürlich dazu kommen, hatte ich vorhin gesagt, Blutungen und Infektionen, also die Nachblutung ist eigentlich die häufigste Komplikation, die führt meistens auch wieder hinterher zurück, nochmal einmal in den OP, weil man ein Gefäß stillen muss. Und natürlich gibt es auch Narkoserisiken. Deswegen muss man eben die Indikation zu dieser Operation sehr, sehr, sehr streng und eng stellen. Das sind letztendlich die Nebenwirkungen. Ja. Und natürlich kann auch da die Harnröhre verletzt werden und das kann zu Problemen führen. Also auch das ist
möglich. Ja, das war es von meiner Seite. Ich darf noch die Ankündigung machen, dass am 12. Oktober es wieder einen Livestream gibt, und zwar zur Narkose bei Kindern. Da hatten wir gerade die Nebenwirkung. Das ist dementsprechend dann beim nächsten Mal das Thema. Ich darf mich verabschieden und wünsche Ihnen allen einen schönen Tag.